Hallo, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Business AM am Montag. Ja, das Thema des Tages ist der Beginn des Musterprozesses gegen die Deutsche Telekom vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Im Kern geht es um den Börsengang 2000 und die Frage, ob der Prospekt für die dritte Aktienplatzierung korrekt war. Das heißt, so lautete die Frage bislang. Bis die Telekom-Anwälte eine neue Strategie einschlugen, sie machen nämlich aus der vermeintlich sicheren Volksaktie ein Zockerpapier. Die Anleger hätten in einem von der New Economy geprägten Börsenumfeld gehandelt, heißt es in einem Schriftsatz. Die umstrittenen Buchwerte von Immobilien hätten deshalb überhaupt keine Rolle gespielt. Die T-Aktie ein hochspekulatives Investment? Blickt man auf den Börsenkurs, dann könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, die Erwartungen der Aktionäre dürften, auch angesichts der vielen prominenten Werbeikonen, ganz andere gewesen sein. 16.000 Kleinaktionäre fordern insgesamt 80 Millionen Euro Schadensersatz. Bis zur endgültigen Klärung dürften noch Jahre vergehen. Airbus plant den Bau einer Frachtversion des kleinen A320. Mit Unterstützung von Russen und Bankkrediten soll die erste Frachtmaschine des meistverkauften Airbus-Modells Ende 2011 abheben. Wie die FDD erfuhr, sollen Ende Mai sowohl die Finanzierung als auch die Gesellschafterstruktur stehen. Danach beteiligen sich die russische Luftfahrtholding UAC und der russische Luftfahrtkonzern Irkut mit je 25%, die Elbe Flugzeugwerke mit 32% und Airbus mit 18%. Die Gesamtkosten werden auf rund 100 Millionen Dollar geschätzt. Nach EADS-Angaben gibt es bereits Interessenten für 30 Maschinen. Das Gremium der europäischen Bankenaufseher will die Regulierung der Banken drastisch verschärfen. Geplant ist unter anderem, die Höhe der unbesicherten Kredite zu beschränken, die eine Bank einer anderen gewähren kann. Dies wäre ein harter Schlag für Institute, die vom sogenannten Interbankenmarkt profitieren, wie zum Beispiel die Commerzbank. Umweltminister Gabriel hat der Union Unzuverlässigkeit in der Energiepolitik vorgeworfen. Mit Blick auf das Biosprit-Debakel und den drohenden Baustopp für das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg sagte Gabriel der FDD, mit einem Partner, der heute nicht mehr wahrhaben will, was er gestern gesagt hat, ließe sich auf Dauer schwer regieren. Yahoo droht eine feindliche Übernahme durch Microsoft. Der Softwarekonzern hat dem Internetunternehmen eine Frist von 3 Wochen gesetzt, um das 45 Milliarden Dollar Angebot anzunehmen. Danach werde man sich direkt an die Aktionäre wenden. Bislang lehnt Yahoo die Offerte als zu niedrig ab. Bei Anschlägen und Gefechten sind im Irak erneut 5 US-Soldaten getötet worden, 3 davon in Bagdad. Irakische Truppen entdeckten zudem in einem versteckten Lager mehr als 1000 Sprengsätze. Seit Beginn des Irakkriegs sind damit 4022 US-Soldaten ums Leben gekommen. Die Anleger hoffen auch in dieser Woche auf Kursgewinne. Zum einen setzen sie auf weitere Zinssenkungen in den USA und Großbritannien. Zum anderen beginnt heute die Quartalsberichtssaison an der Wall Street, wie üblich, mit dem Aluminiumkonzern Alcoa. Und die Erwartungen sind inzwischen so reduziert worden, dass positive Überraschungen nicht schwer fallen dürften. Hier also die aktuellen Daten. Der Dow Jones notiert bei 12.609 Punkten ein Minus von 0,1%. Der Nikkei legt 0,4% zu auf 13.350 Zähler. Der DAX startet mit 6.763 Punkten in die Woche. Und der Euro, der notiert schwach bei einem US-Dollar 56,72. Der KfW-Verwaltungsrat berät in Frankfurt über die Zukunft der IKB. Die EU-Verkehrsminister sprechen in Luxemburg über die Themen Gütertransport und Satellitensystem Galileo. Das Innenministerium Sachsen-Anhalts veröffentlicht in Magdeburg Material für ein NPD-Verbotsverfahren. In Nordrhein-Westfalen gehen die Warnstreiks bei der Post weiter und die Tarifverhandlungen für die Ärzte an kommunalen Kliniken werden in Wiesbaden fortgesetzt. Das war's für heute mit Business AM. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Woche und wir sehen uns, wenn Sie möchten, morgen früh um 7 wieder. Bis dahin, tschüss.